Moin Ladies, willkommen zurück zum Tony Hawk's Pro Skater Remastered 1 und 2 Warehouse Demo Countdown. Noch ein Tag. Morgen ist es dann endlich soweit und ihr müsst mir nicht mehr dabei zuschauen, wie ich in Pixelgrafik beim allerersten Tony Hawk umherfahre, sondern wir dürfen, so Gott will, wenn man Internet mitspielt, morgen die Warehouse Demo zocken. Heute geht's aber nochmal mit Elissa Steamer aufs letzte Tony Hawk Level. Was haben wir denn hier für schöne Decks? Das habe ich natürlich auch alles mal so ein bisschen. Oh, hier sieht ein bisschen radikal aus. Small Fists. Habe ich auch mal so ein bisschen außen vor gelassen. Aber jetzt geht's nach Roswell, New Mexico. Das ist wieder ein Contest. Wir brauchen so um die 50.000 Punkte, um da den ersten zu machen. Ich denke, das ist machbar. Die spielt sich gar nicht schlecht. Die habe ich bei allen Tony Hawk Teilen mehr oder weniger ignoriert. Weiß nicht warum, aber hab eher weniger mit ihr gespielt und ja, macht sich tatsächlich gut. Macht sich wirklich gut. Sie hat auf jeden Fall auch ein Backflip. Hat aber auch diesen Grind hier. Moment. Da war er, aber nur kurz. Das können wir noch besser. Genau. Oh. Und auf die Fresse gelegt. Das Level ist wirklich sehr nett gemacht, also was es hier alles zu sehen gibt, das war einmal was, dann gibt es aber auch noch, na Moment, hier geht's noch rein, da liegt dann ein Alien rum, ich hoffe man konnte das auch schnell erkennen, wenn ich fahre vielleicht später nochmal rein, aber ja, ist hier was sehr, sehr nett gemacht, das kleines kleine Area 51 praktisch. Wo es glaube ich nicht die Area 51 ist, sondern einfach irgendwas damals in Roswell oder was auch immer. Das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht reichen. Nee. Heißt, der nächste Heat wird dann jetzt mit Ernsthaftigkeit gespielt. Weniger dumme Gequatsche. Das war nichts. Na, schaffen wir noch was? Ja. Kann natürlich passieren, dass wir auch zwei andere brauchen. Das ist zwar nicht vorgesehen im Drehbuch von mir, aber können wir den ja auch nicht ändern. Ach, da wollte ich mal mit einem Risiko gehen, aber wurde gleich bestraft. Ja, spätestens jetzt sieht es dann doch nach zwei Versuchen aus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den Grind hier nicht so gut durchgezogen bekomme wie sonst. Ja, nee, der ist verkackt. 68. Ich glaube, so wenig hatte ich auch noch nie. Okay, jetzt ruhig bleiben. Aufhören zu quatschen. Punkte machen. Wo ich beim ersten Mal mit Tony Hawk auch tatsächlich ein paar andere gebraucht habe. Aber eigentlich immer dann da noch ein Skip mitgenommen und damit richtig viele Punkte gemacht. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Können wir auch nicht ändern. Achso, so kann ich natürlich auch übernehmen. Ah, wieder nicht abgesprungen bekommen. 20.000 Punkte im Eimer. Schade. Grinds bin ich auch nicht erwischt hier. Boah, und den erwische ich auch nicht mehr. Gut, ich glaube, wir brauchen einen zweiten Versuch, oder? Das kann eigentlich nicht gereicht haben. Nee, Platz 3 ist es nur. Aber trotzdem können wir uns das Video anschauen. Das machen wir. Wir lehnen uns zurück und genießen die Show. Oder haben wir uns das verdient überhaupt? Nee, haben wir es noch nicht verdient, bin ich der Meinung. Erst wenn wir Gold haben. Erst wenn wir Gold haben, das reicht mir noch nicht. Das wird alles übersprungen hier. Ihr dürft noch nichts sehen. Kotzt mich an hier.
Nein, alles gut. Aber ich will auf jeden Fall den ersten holen. Sonst bin ich nicht zufrieden. Aber so ein 5-Minuten-Video am letzten Tag, wo man noch warten muss, nee, das ist auch nicht das Richtige. Nee, das wäre es nicht gewesen. Den wollte ich machen. So. Klappt schon wieder super. Diesmal habe ich ihn gerettet bekommen. Da doch nur. Ach, grinden wollte ich, Mensch. Grinden wollte ich doch nur. Und die macht einen Handstand. Na, ach, ich dachte, ich krieg noch. Ab und zu mal Probleme, den richtigen Zeitpunkt zu grinden zu finden. Aber 94 Punkte kann ich erstmal mitleben. Ist erstmal in Ordnung. Ist okay. Mehr aber auch nicht. Das war ein netter Anfang, ja. Gucken wir nochmal rein. Einen haben wir noch. Jo. Nochmal 6300 Punkte geholt. Also der Lauf, der konnte sich sehen lassen. 97 Punkte. Einen haben wir noch. Dritten nehmen wir auch noch mit. Ich könnte schon beenden, aber ach komm. Lass uns doch noch ein bisschen spielen. Wenn Kinder spielen, sind sie glücklich. Den verkackt er natürlich wieder. Egal, Sieg ist eh schon gewonnen. Vielleicht zeige ich euch jetzt nochmal das andere Gebiet. Das war davon vielleicht ein bisschen schnell. Das ist das andere Gebiet, der andere kleine Raum, meine ich. Damit will ich euch nicht vorenthalten. Natürlich nur, wenn ich da rüberkomme, ne? Naja, fahren wir von hier rein. Hier geht's rein und dann haben wir hier. Was ist denn hier los? Ne, ist schon lecker gemacht. Das ist schon eine echt coole Idee. So. Und jetzt aber verabschiede ich euch ins Stürze-Video. Und dann sehen wir uns. Ich hoffe morgen schon wieder, spätestens übermorgen, wenn ich dann die Demo runtergeladen habe und mal ein bisschen gespielt habe. Und dann zeige ich euch ein bisschen, was da abgeht, was uns da erwartet, ob es was taugt, ob es nichts taugt und so weiter und so fort. Aber von dieser Stelle her, vom Countdown, soll es jetzt mal gewesen sein. Bis morgen zur Warehouse-Demo. Macht's gut.
Ich glaube, wer jetzt immer noch dran ist, der ist richtig Tony Hawk süchtig. Der könnte jetzt auch da oben rechts nochmal auf die Infokarte drücken und kommt dann zu Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 2. So als Überbrückung bis morgen. Wer weiß, wie lange ich brauche, um die Demo runterzuladen. Was habe ich hier? DSL 2000 mit Hybridruder, bisschen LTE mit dazu, aber nie guten Empfang. Oh, das wird schon weiter dauern, glaube ich, wenn die vielleicht 10 GB hat. Vielleicht schalten sie auch erst abends frei. Kann ich vielleicht erst nachts spielen. Dann kommt erst übermorgen was. Ja. Aber wer die Gelegenheit eigentlich? Da könntet ihr noch mal ein bisschen was gucken. Muss aber auch nicht. Wir können keinen zwingen. Könnt euch auch draußen was machen. Fußball spielen. Skateboard fahren. Irgendwo einbrechen. Was das Herz begehrt. Oder ihr guckt einfach weiter auf euer Handy und schaut Let's Plays von Claude Gable. Ihr könntet natürlich auch ein anderes Let's Play von mir gucken. Star Wars Episode 1 zum Beispiel. Sind 43 Teile online. 43 mal mindestens 10 Minuten. Habt ihr richtig Spaß? Habt ihr richtig Spaß? Oder Tekken 3. Tekken 3 geht auch. Ah, ist ein bisschen lahmarschig. Weil hast du eins gesehen, hast du alles gesehen. Trotzdem, kannst du gucken. Kannst du gucken. Geht aber auch lang hier. Wie viele Leute in unserem Spiel mitmachen? Wahnsinn. Ich habe euch gar nicht Officer Dick gezeigt, ne? Ist ja auch nicht in Ordnung eigentlich. Aber es gibt kein Level mehr. Bin ich der Meinung. Ja, mal gucken, vielleicht kann man noch eins freischalten. Dann gibt es nochmal ein Bonus-Video morgen. Aber ich will nichts versprechen. Bin mir nicht sicher. Muss ich mal googeln. Ich bin hart, eisenhart. Ich lasse das so lange laufen, bis es durch ist. The End. Achso, nee, The End war ein Video wahrscheinlich. Schade. Ich dachte, wir sind durch. Wo ich gerade PR Carrera lese, gab es nicht sogar noch einen Secret Character? Was hat Dick und irgendwie noch, glaube ich, ne? Aber schauen wir. Mountain Dew. Oh, gleich Doppel-Diät Mountain Dew. Wo ich gerade Mountain Dew gelesen habe, ich habe mega Bock auch mal South Park zu zocken, eigentlich, als Let's Play. Aber vielleicht eher als Let's Play Together sogar. Ich überlege gerade, gab es da einen Koop-Modus? Dann hat er ab und zu zwei, manchmal sogar drei Charaktere gleichzeitig gespielt, ne? Muss ich mal nochmal angucken. Vielleicht ein Ronnie OOO? Fragezeichen. Die Bored Die. Hail Bastards. Sehr gut. Mom, Dad and Brandon. For your love and encouragement. Sehr gut. Und Jägermeister. Tony Hawk's Pro Skater 2 war da schon im Gespräch. Aha, aha, aha. The End. Das erste Mal, dass ich mir das bis zum Schluss angeguckt habe. Mit euch zusammen. War schön. War wirklich schön. Also wer das bis jetzt mit mir hier durchgeguckt hat, der ist Ehrenfollower. Der kann sich gerne melden. Also einmal in den Kommentar schreiben, wenn das jemand zu Ende geguckt hat. Ich bin gespannt, ob da reinschreibt. Ich bin wirklich gespannt. Der ist auf jeden Fall Ehrenfollower. So, jetzt aber. Ciao.